Hallo zusammen, hier ist wieder euer abgemagerter Gotti und heute geht es wieder um eine Top 5 und zwar die Top 5 der härtesten Übungen. Wir hatten schon einige Top 5 auf diesem Kanal, schaut gerne mal einfach nach. Und diese Videos haben natürlich eine gewisse Individualität, deswegen bin ich auch immer gespannt, was eure Antwort darauf ist. Was ist eure Top 5? Es geht gar nicht darum, dass ich allwissend bin. Ich gebe euch ein paar Impulse, nenne die Begründungen, warum das so ist, aber vor allem kann ich mit euch dadurch gut in eine Kommunikation treten. Schreibt in die Kommentare, was eure Top 5 sind. Der, wie wir es schon hatten, gefährlichsten Übungen, ungesundesten Übungen, besten Brustübungen und so weiter. Heute geht es um die absolut härtesten Übungen. Welche fallen uns am schwersten? Was sind die härtesten Übungen? Auch hier wieder ein paar Spielregeln. Es geht nicht darum, einfach nur eine Übung zu nehmen, bei der man das Gewicht erhöht, weil dann ist jede Übung hart. Wenn ich irgendwas überlade, dann ist auch Seitheben oder dergleichen einfach nur hart, weil ich es nicht hochkriege. Natürlich ist das hart. Außerdem geht es auch nicht darum, dass man eine Übung wählt, die eine Kombinationsübung ist, ein Jobsatz ist oder sonst was, die einen einfach nur erschöpfen, sondern es geht hier um Übungen, die von ihrer ganzen Konstitution bereits schon wahnsinnig hart sind. Und hart, was bedeutet das? Dass sie uns einerseits erschöpfen, nachhaltig erschöpfen, das heißt auch wirklich ein Wirken danach haben, was wir wirklich in den nächsten Tagen spüren, die aber auch schwer zu machen sind, schwer zu meistern sind, komplexe Übungen sind, Übungen, die sogar nicht jeder hinbekommt, selbst wenn er muskulös ist, davon nicht mal eine Wiederholung schafft. Das sind natürlich prädestiniert Eigenkörperübungen und dergleichen. Davon gibt es eine ganze Menge, weil bei allen Maschinen oder sowas ist es einfach nur höchstens hart, wenn man einfach viel Gewicht drauf tut. Nach diesen Regeln gehen wir dann mal so grob vor und ich nenne euch jetzt mal einfach 5 Übungen, die ich für die härtesten halte und ich fange an bei Platz 5. Kreuzheben. Kreuzheben haben wir schon in ganz vielen anderen Top 5s gehabt. Die gefährlichsten, die ungesündesten, die Übung, die ich streichen würde und so weiter. Aber neben all diesen Übungen, und es ist gleichzeitig trotzdem auch eine effektive Übung, ist es auch einer der härtesten. Wenn ihr das einmal macht mit einem Gewicht, bei dem ihr auch nur normale Wiederholungszahlen von 6 bis 10 macht, werdet ihr merken, wenn ihr das steigert und steigert und steigert, wie anspruchsvoll das ist an euren Fokus. Habt ihr einmal nicht den Fokus, dann bumm, und da sind wir bei der gefährlichsten Übung. Dann kann was passieren, aber ihr werdet auch ordentlich schwitzen. Selbst im Winter, wenn ihr das Ganze macht, ihr werdet ordentlich aus der Puste kommen, weil ihr einfach viel Gewicht bewegt mit, und das ist das Entscheidende, viel Muskulatur, die gleichzeitig im Körper aktiviert wird. So wie bei der Kniebeuge. Es ist viel Muskulatur. Warum ist eine Kniebeuge mit 10 Wiederholungen anstrengender als Bizeps mit 10 Wiederholungen? Das gleiche Verhältnis vom Gewicht, aber anstrengender ist einfach, weil das hier ein ziemlich kleiner Muskel ist und das hier eine ganze Menge Muskulatur ist, die zeitgleich benutzt wird. Und das bringt euch so richtig an den Rand. Und deswegen Kreuzheben definitiv eine der härtesten Übungen, weil es zeitgleich einfach eine Übung ist, bei der einen großen Fokus braucht, ansonsten wird es gefährlich und viel Muskulatur aktiviert. So, Platz 4. Kommt ihr drauf? Ich stehe natürlich schon wieder da. Es sind Dips, aber ganz sicherlich nicht hier. So hart ist die Übung nicht. Aber hier. Ich habe schon öfters demonstriert auf diesem Kanal. Dips an Seilen, an einem TRX-Band, ob jetzt mit Ringen, das ist gar nicht nötig, das sehe ich jetzt hier auch zum ersten Mal, oder eben mit den normalen TRX-Bändern, wo ich das schon öfters demonstriert habe, hiermit. Ganz normale Dips, bei denen ihr euch dann raushebt, hochgeht und dann eben aus dem Trizeps drückt. Das ist eine Übung, die tatsächlich selbst starke Leute, die wirklich gut aussehen im Fitnessstudio, oftmals gar nicht hinbekommen. Erinnert euch an meinen lieben Trainingspartner Maib. Maib ist ein krasser Athlet. Ich würde sogar sagen, der sieht um einiges besser aus als ich. Der ist massig, er ist stark, er hat Kraft und er trainiert schon sein halbes Leben. Und schafft keinen einzigen Dip. Wie kommt's? Obwohl er sonst viel Gewicht bewegt. Es ist einfach das Zusammenspiel von vielen Muskelgruppen, vor allem aber kleinen Hilfsmuskeln, die die Balance halten. Denn hier müsst ihr etwas ausbalancieren, weil das hin und her wackelt. Und wenn ihr das erste Mal versucht, werdet ihr feststellen, mit einer gewissen Belustigung, was mit eurem Körper geschieht. Dann seid ihr in der Luft und plötzlich seht ihr, dass ihr anfangt zu zittern. Und ihr wisst gar nicht, warum. Natürlich schafft ihr so normale Dips, aber warum? Weil der Körper einfach den Ausgleich nicht richtig hinbekommt. Aber ihr werdet auch erstaunt feststellen, wenn ihr diese Übung öfters macht und übt, dass es ziemlich schnell plötzlich glatt aussieht. Und dann ist das eine wahre Angeberübung, weil das eben so wenige schaffen. Und wenn ihr das dann vormacht und die anderen, die vielleicht doppelt so kräftig aussehen, schaffen es nicht, das ist doch mal was.
definitiv Platz 4 der härtesten Übungen, diese Übung, weil man sie einfach lernen muss. Und damit kommen wir zu einer Übung, die grundsätzlich hart ist. Hier tue ich die nur auf Platz 3, aber ihr werdet auch feststellen, warum, weil Platz 1 und 2, ratet an dieser Stelle gerne schon mal, was da die härteste Übung ist, sind einfach vergeben, weil einfach technisch anspruchsvollere kommen, die noch weniger Leute hinbekommen. Diese hier kriegen Leute alle hin, aber es gibt kaum jemanden, selbst wenn er die ganze Palette auf jeder Beinpresse nimmt, Hinweis Beine, hat er trotzdem irren Muskelkater, wenn er diese Übung macht, mit relativ wenig Zusatzgewicht. Und das ist das tolle Geheimnis dahinter. Wer auch immer wahnsinnig viel Gewicht hochlädt für Kniebeugen, auf der Beinpresse benutzt, der wird mit dieser Übung sehr wenig Gewicht benutzen müssen und ist trotzdem völlig fertig und wird seine Erfolge davon ziehen. Die Rede ist von Ausfallschritten. Ausfallschritte sind so etwas wie einbeinige Kniebeugen und deswegen muss ich sagen, Ausfallschritte / Bulgarian Split Squats. Das sind die tatsächlich einbeinigen Kniebeugen, wo ihr ein Bein hinten auflagert und dann nur mit einem hoch und runter geht. Damit könnt ihr nur noch weniger als die Hälfte von dem bewegen, was ihr sonst bei Kniebeugen habt. Müsst es ja auch noch ausbalancieren, aber vor allem ist es eine unheimliche Anstrengung und Spannung, die ihr darauf habt. Und das Gleiche gilt für die Ausfallschritte. Egal, ob ihr an den langen Armen die Kurzhanteln habt oder das Ganze mit einer Langhantel macht und die balanciert, die sind unheimlich brutal und die gehen bei jedem ordentlich dorthin, wo sie hingehören. Beine, vor allem bei mir auch hinten, Gluteus und so weiter. Probiert es aus, die bringen eigentlich jeden wirklich, zwingen die in die Knie. Selbst Leute wie ein Kevin Gebhardt, wenn die nur 10 Kilo dazu nehmen, reicht es aus. Macht 20 Schritte durchs ganze Studio, hin und zurück und ja, das pfeffert ordentlich. Da braucht ihr gar nicht mehr so dickes Gewicht bei Kniebeugen. Und da sind wir schon wieder bei einem TRX-Band und jetzt kommt Platz 2. Und ihr werdet euch wundern, Platz 1 und Platz 2 sind Übungen so ziemlich für den gleichen Anteil. Aber die sind einfach so hart und ich merke immer wieder, dass die wenigsten überhaupt dazu imstande sind, die überhaupt zu machen. Mit überhaupt meine ich nicht mal eine Wiederholung hinbekommen. Und damit meine ich auch nicht Trainingsanfänger. Damit meine ich wirklich fortgeschrittene Trainierende. Leute, die so aussehen wie ein Maib, Leute, die so aussehen wie ich und trotzdem nicht eine Wiederholung davon schaffen. Es ist zum einen Techniksache, es ist eine riesen Fokussache, weil ihr so viele Muskeln zeitgleich anspannen müsst, aber auch eine Sache der vielen Hilfsmuskeln und es ist eine so komplexe Bewegung, dass Leute, die kein gutes Körpergefühl haben, diese auch eigentlich nicht hinbekommen. Man muss schon wirklich ja, eine gewisse Kontrolle über seinen Körper haben und über die Muskulatur, um das zu bekommen. Die Rede ist hier von Rolls. Das macht ihr meistens für den Bauch, für den Bauchmuskeln mit tatsächlich einem Roller oder mit einer Langhantel auf dem Boden. Könnt ihr aber auch mit dem TRX-Band machen. Ich habe es hier schon ein paar Mal demonstriert und so würde das Ganze dann aussehen. Und gerade mit dem TRX-Band könnt ihr noch zusätzlich eine Schwierigkeit einbauen, die das Ganze enorm steigert. Und wer auch immer diese Übung das allererste Mal aufnimmt, ausprobiert, nur 2, 3 Sätze damit macht, der wird sich wundern, wie er in den nächsten 4, 5 Tagen seine komplette Bauchmuskulatur fühlt, wie mit nichts anderem. Selbst wenn ihr schon wie ein Weltmeister 10 Sätze für den Bauch macht, alle 3 Tage, dann werdet ihr mit dieser Übung eine Tiefenmuskulatur erreichen, wie ihr es noch nie erlebt habt. Insofern kann ich es nur empfehlen, probiert sie einfach mal aus und die geben euch eine Core-Stabilität, die wirklich ihresgleichen sucht. Das Ganze kann man noch steigern und jetzt kommen wir Trommelwirbel zu Platz 1. Platz 1 der absolut härtesten Übungen im Gym sind, nun ja, ich weiß gar nicht, gibt es einen Namen dafür? Wenn ja, schreibt sie mir mal in die Kommentare. Im Prinzip eine Übung, bei der ihr den Körper wie ein Brett formt. Ihr kennt das aus Freeletics, wenn das Leute an den Stangen machen. Und das ist einfach eine Übung, die keiner kann. Ich habe tatsächlich noch kaum jemanden erlebt und damit will ich gar nicht angeben, dass ich sie so halbwegs, kann ich selbst als halbwegs bezeichnen, aber wenn man diese perfektionieren möchte, ist es eine wahre Angeberübung, weil ihr einfach kaum jemanden im Fitnessstudio findet, der das wirklich kann. Sowohl von den schlanken Leuten und athletischen Leuten bis hin zu den muskulösen. Ihr könnt das Ganze heranführen und lernen. Es gibt schon Videos dazu auf diesem Kanal, aber im Prinzip geht es darum, dass ihr nicht nur die normale Beinübung macht, bei der ihr die Beine hier anzieht, sondern tatsächlich mit dem ganzen Oberkörper, mit dem ganzen restlichen Körper ab den Schultern, wie ein Brett nach oben geht und nicht durchhängt.
Das heißt, hier geht es nicht darum, spitz irgendwie nach oben zu kommen oder so etwas, sondern wie ein Brett das Ganze nach oben kommen zu lassen, in die Waagerechte zu bringen, parallel zum Boden, solange es geht zu halten und langsam runterzulassen. Ich werde euch jetzt mal eine Wiederholung versuchen zu demonstrieren und ich bitte euch nur, versucht es einfach mal im Gym. Nicht für den Kontrast, sondern einfach, um für euch selbst etwas zu entdecken, wo vielleicht der Ehrgeiz greift und ihr sagt, das will ich in einem halben Jahr können. Ohne warm zu sein. Und dann natürlich noch etwas länger gegen ankämpfen, um langsam runterzukommen. Brutal. Und ja, es hat einen Trainingseffekt. Vor allem ist es ein wenig dynamischer, weil immerhin ein bisschen Bewegung da drin ist. Aber es macht einfach Spaß, sich dahin zu arbeiten. Für mich die härteste Übung, die ich kenne, eine richtige Turnerübung eigentlich schon. Und nicht unbedingt eine Bodybuilder-Übung, aber wenn ein Bodybuilder sowas kann, warum nicht? Jetzt bin ich gespannt auf eure Top 5 härtesten Übungen und kommt mir bitte nicht mit sowas wie Bizeps-Curls oder sonst was. Schreibt sie in die Kommentare, ich freue mich darauf und diskutiert ordentlich mal mit den anderen. Ansonsten, wenn ihr solche Videos mögt, Daumen hoch. Ideen für andere Top 5? Runter damit, ich mache sie gerne. Welche Top 5 würdet ihr gerne von mir wissen? Welche Flop 5, Top 5, Top 5 Fehler oder Top 5 positive Dinge? Schreibt es in die Kommentare und ich werde ein Video dazu machen, wenn es interessant genug ist. Ansonsten schaut bei Protein Arena vorbei, 15% sparen. Wer macht das nicht gerne? Bei 100 Euro sind das schon 15 Euro, das ist schon eine Packung Protein umsonst. Hammer! Nun ja, ansonsten sehen wir uns irgendwann wieder. Schaut euch die anderen Videos an und ich hoffe, das nächste Video lässt nicht allzu lange auf sich warten. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.